dunklen Trikots hat er personell eigentlich alles an Bord. 17.700 Zuschauer im Neckarstadion bei diesem baden-württembergischen Derby sahen eine erfreulich offensive Waldhof-Mannschaft. Und Lässigkeit hier bei Rainer Zietsch, das trägt ihm ein Blick von Karl-Heinz Förster ein, der ebenso wie Rohleder wieder dabei war bei den Stuttgartern nach Verletzung. Dafür fehlte Michael Nusshöher und für den spielte Dirk Schlegel mit der Nummer 3. Es war kein besonders gutes Spiel, so viel vorweg. Wir zeigen die Höhepunkte hier, leitet Guido Buchwald einen ein. Wir sind so in der zweiten Spielminute. Schöne Flanke im zweiten Versuch. Und Klinsmann, Selbstvertrauen hat er nach seinen 5 Toren vom letzten Samstag. Die Stuttgarter mit mehr Chancen, mit besseren Chancen, aber auch hier Sigur Winsson mit großen Fehlern. Fritz Walter, für mich der beste Stürmer heute. Schön, und die VfB-Abwehr bekam doch einige Probleme. Ulf Kweißer gegen Karl-Heinz Förster, Zietsch und Schäfer zur ersten Ecke für die Waldhöfer, von 3 insgesamt. Dann der erste große Auftritt von Karl Allgöfer und noch einmal Klinsmann mit Fallrückzieher. Wie gesagt, Mut hatte er. Es war kein besonders gutes Spiel, es passierte minutenlang so gut wie gar nichts und dann solche Szenen. Schäfer, Allgöfer, sein 18. Saisontor in der 21. Minute. 1:0 für den VfB Stuttgart. Meine Flanken muss ich noch verbessern, hatte Schäfer vor ein paar Tagen gesagt, angesprochen auf seine Schwächen. Aus solchen Flanken allerdings ist man fast gezwungen, Tore zu machen. Dann Freistoß Günther Sebert, aber der tritt schon lang nicht mehr selbst, sondern Dickieser besorgt das und er ärgert sich über die vergebene Möglichkeit. Dann Dirk Schlegel beim Einwurf, wieder 10 Minuten Sprung, Pašić 2:0 in der 32. Minute. Dazwischen war wieder so gut wie nichts passiert und dann der Weitereinwurf von Schlegel, der es von links so gut kann wie Schäfer von rechts. Sie sehen, dass Zionanis den Ball weitergibt auf Pašić und er hat endlich gelernt, nicht lange zu fackeln. 32. Minute, 2:0 für den VfB. Wie gut die Waldhöfer gelegentlich konterten hier in dieser Szene. Schlegelfehler, Fritz Walter. Wie gesagt, für mich der beste Stürmer heute. Schlindwein schaut, wo ist Fritz Walter, aber der kommt einen Schritt zu spät. Vielleicht hätte Schlindwein besser selbst geschossen. Immer noch 2:0 für den VfB und die Bemühungen der Waldhöfer noch vor der Pause den Anschlusstreffer zu erzielen. Sebert schaltete sich jetzt öfter ins Angriffsspiel ein. Klotz ist das. Kweißer, wieder Bernd Klotz, der Ex-Stuttgarter, gegen Buchwald, Sebert und Rohleder. Selten geprüft, Sebert nicht immer sicher in der Abwehr. Die letzte Chance vor der Pause hatte der VfB, Karl Allgöfer. Foul schreit hier Klaus Schlappner, das schauen wir uns nachher nochmal an. Ein wunderschönes Solo dann und das hätte das 3:0 sein müssen. Schauen wir uns das noch einmal an. Für mich unterläuft hier Allgöfer Ulf Kweißer. Dann Sebert im Zweikampf unterlegen. Auch Zionanis kommt zu spät. Und Zimmermann hat Glück. 2:0 zur Pause. Trainer Klaus Schlappner musste sich etwas einfallen lassen. Erste Maßnahme für Bernd Klotz mit der Nummer 13 in der zweiten Hälfte, Karl-Heinz Bührer. Die Waldhöfer setzten also mit Bührer, mit Remark und mit Walter mit 3 Angriffsspitzen nun auf die Offensive. Sebert wird immer wieder gesucht von seinen Mitspielern. Normalerweise hat sein Spiel auch Hand und Fuß hier, scheitert er an Klinsmann. 5 Tore hat er in Düsseldorf noch geschossen, aber solche Tage gibt es eben nicht immer. Schöne Parade von Zimmermann. Dann der große Auftritt des Guido Buchwald. Das hätte nach 10 Minuten der zweiten Spielhälfte das 3:0 sein müssen. Schauen wir uns dieses Solo nochmal von der Hintertorkamera aus an, wie die Slalomstangen fallen sie um, einschließlich Zimmermann chancenlos bei diesem Lauf von Buchwald und dann das Aluminium. Weiterhin 2:0 und Freistoß Sebert, Kopfball Bührer und nur noch 2:1 nach genau einer Stunde. Da hatte die Stuttgarter Abwehr auf einen der kleinsten auf dem Platz nicht aufgepasst.
Nur so ist zu erklären, dass er frei zum Kopfball kommt. Wieder Hoffnung für die Mannschaft von Klaus Schlappner, der allerdings nicht besonders optimistisch reinschaut. Der fünfte von sechs Eckstößen des VfB, Sigurd Winson. Karl Allgöfer, sein 19. Saisontor in der 62. Minute. 3:1, wieder zwei Tore Vorsprung für den VfB. Auch das noch einmal von hinter dem Tor. Karl Allgöfer gut postiert, entschlossen im ersten Versuch und entschlossen auch im zweiten, wie gesagt, zum 19. Mal erfolgreich. Willi Entenmann zum dritten Mal Cheftrainer, zum dritten Mal auf dem Weg zu einem Sieg, und Jürgen Klinsmann gelang heute so gut wie gar nichts. Einmal hopp, einmal dopp, so ist das im Fußball. Diese Szene zeigen wir Ihnen, weil sie Folgen hat für den Waldhof. Foul von Schlindwein an Günther Schäfer. Es war ein verbissenes, aber nicht unfaires Spiel. Vorher hatte schon Müller auf Seiten der Stuttgarter gelb gesehen. Und auch Jürgen Schlindwein sieht vom unsicheren Schiedsrichter Brehm aus Kemmern die gelbe Karte. Es ist seine vierte in dieser Saison. Er muss einmal in der Bundesliga aussetzen, allerdings nicht am Dienstag gegen Bayern im Pokal. Der anschließende Freistoß, Zimmermann, Karl-Heinz Förster und Pažić. Mannschaftsdienlich ist er geworden und Fußball spielen kann er schon lange. Übersicht hat er auch. Sigurd Winson. Und dann der kurze Dank an Pažić. Die Stuttgarter überlegen mit den besseren Chancen. Die Waldhöfer eigentlich nie mit dem unbedingten Willen zum Erfolg. Wieder einer der verbissenen Zweikämpfe. Klare Sache, Freistoß. Karl Allgöfer tritt selbst an. Weiterhin 3:1 für die Stuttgarter gespielt, inzwischen in der zweiten Hälfte. Auch schon 35 Minuten und die letzte Chance hatte der SV Waldhof. Queisser, Dickieser, Fritz Walter durch die Beine von Guido Buchwald. Und hier zögert er zu lange. Gomminginger und Rohleder retten. Es blieb beim verdienten 3:1 für den VfB.